Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen! Ja, Easter Carnival Doppel-Ship-Event und ich habe 383 Tickets. Ich werde auf jeden Fall mal heute 350 aufmachen und mal gucken, was wir so bekommen. Ich werde auf jeden Fall 60 bei Ride Service reingehen, um sie eine Copy zu haben. Ich will mindestens eine Copy mitnehmen. Manchmal ist es wichtig, irgendwann wird sie vielleicht important und dann will man sie haben. Deswegen nehme ich die Copy mit. Und dann hauen wir den Rest quasi bei Daniel rein. Ich hoffe, ihr hattet Glück, habt ihr schon Doppelship gepult? Was habt ihr gezogen? Schreibt mir mal in den Kommentaren, was bei euch abging in dem Puls. Und dann gehen wir mal bei mir rein und Daumen sind gedrückt. Ja, schon mal ein Blau, da ist nichts dabei. Nächsten 10. Ist ja eh mal so vorm Pitti sau schwer, irgendwie die zu bekommen. Wäre natürlich cool, wenn wir die auch noch vorm Pitti bekommen würden. Oh, Lila, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir die geile Tuse vorher bekommen. Wäre nice. Ah, Kane. Es ist irgendwie immer bei mir vom Pity, da gibt es einfach die Legis nicht. Also die SSSN, nicht Legis. Jetzt kommt ja ein garantierter. Ich rieche wieder irgendwie keine, oder? Na, es war so klar. Es ist einfach unnormal. Unnormal komisch. Speechless schon wieder. Speechless. Ich krieg sie eh wieder nicht vom Pity. Es ist immer dasselbe. Immer. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich schwöre, die Chance ist vorm Pity geringer. Was meint ihr? Ich schwöre einfach drauf. Felsenfest von überzeugt. Und ich dachte eigentlich, zu Ostern sollte noch so ein Extra-Event, so ein Heldenwahlbanner kommen. Das haben die gar angekündigt erst und jetzt gar nicht mehr reingebracht, ne? Keine Ahnung, was da noch passiert ist. Wahrscheinlich haben zu viele für Doppelship gecried und deswegen haben sie Doppelship gemacht, ne? Ja, jetzt kriegen wir unsere Rise-Riss. Hey, super! Die ersten 60 Puls waren schon mal nutzlos, so gesehen. Und ich sehe es auch noch nicht, dass wir. Ja. Ah, dass wir bei Daniel was vom PC bekommen. Es ist einfach verflucht, verhext und verteufelt. Ich sag euch das. Ah, die Animation. Die Tante ist schon sehr geil, Mann. Schade, dass sie. Die sieht schon heftig aus vom Skin her und so. Schade, dass sie halt einfach nicht so krass ist im Moment. Naja. Mein schöner Skin einfach vergeudet, ne? Auf der Ersatzbank quasi. Oh ja, ich will keine 100 Euro ausgeben. Seid ihr wahnsinnig? Ich werde jetzt hier Daniel rekrutieren. Und ich möchte gerne Daniel vom Pity. Ich will einfach jetzt so viele Daniels, man schießt, werft mich tot mit Daniels. Verdammte Kacke hier. Ich will nicht wieder so mein letztes Opening, wer das gesehen hat, anders enttäuscht und ich war anders gebrochen danach. Ich will nicht, dass das wieder passiert jetzt. Gönn einfach mal ein bisschen jetzt, bitte, Eternal Evolution. Das kann doch nicht einfach immer eine schlechte Quote für mich sein. Ein Lila. Ach Mann, ey, leckste mich am Arsch! Jetzt kommt ein garantierter. Ach, unnormal. Einfach unnormal. Es fängt schon wieder an, mich zu brechen, einfach. Ist schon wieder kommen 350 Tickets plus 1 kriegen wir dann nur.
Ich muss mal kurz Platz machen. Aber weiter geht's. Heiter geht's weiter. Schauen wir mal. Das ist ein bisschen belastend. Ich weiß nicht, warum die Quote bei mir momentan so schlecht ist. Es rigged. Ich halt nur immer die Trash-Epics, Mann. Die kriege ich halt. Aber die braucht niemand mehr hier. Oh. Ja, und damit kriegen wir wieder den Pity Daniel. Hey, super! Zweimal bis zum Pity gezogen. Super! Super! Danke für nichts Spiel. Danke für nichts. Belastend. Surprise! Wir haben den Daniel gezogen. Der kommt ja jetzt echt überraschend. Mann, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich mich fast gefreut. Gib mir jetzt einfach direkt hier noch einen dabei. Dann wäre ich ja mal surprised. Das habe ich noch nie gehabt. In 10 Stück 2. Das will ich einmal sehen. Das ist doch rigged. Alle, die immer solche Screenshots posten, die editieren die mit Photoshop oder sonst irgendwas. Ey. Ohne Scheiß. Ah, ein Epic. Epic, Epic, Epic. Gönn, gönn, gönn. Ja! Es gönnt! Sehr schön. Das ist schon mal gut. Schon mal einer mehr, als ich erwartet habe, fast. Geil. Mehr? Jetzt gib mir mal einen doppelten Gönn. Einfach noch einen jetzt so. Einfach so back to back. Ach man. Das wäre aber einfach mal schön, ey. Ah, da ist nichts drin. Das müsste, glaube ich, ein garantierter wiederkommen, oder? Ja. Ein garantierter. Yes! Was, jetzt läuft aber. Nice, nice, nice. So kann es weitergehen jetzt. Give me Daniel, Bro. Jetzt mal so ein Double Pull, bitte. Ich möchte es bestätigt haben, dass das möglich ist. Oh. Das wäre es gewesen. Da jetzt noch ein Daniel. Holy. Schade. Da ist nix. Hier. Komm. Ah, nix. Und jetzt ein garantierter. Ah, Randall, nein. Wenn dann wenigstens ein Agrama, den brauche ich noch. Randall brauche ich überhaupt nicht mehr. Der müllt nur wieder das Inventar voll, ey. Fast alles blau. Ich hab mir fast gedacht, dass Ladef Platz wieder machen muss. So, weiter geht's. Schauen, was noch möglich ist. Ist jetzt eigentlich okay, die Code kann ich nicht beklagen. Ey, natürlich alles nach dem Pity wie immer, aber ist okay. Aber nix. Ist auch nichts. Kommt jetzt der garantierte. Bitte Daniel. Nein. Oh, warum Randall?
Warum geben die mir immer den, der einfach nur mein Inventar zumüllt? Ey, kann nichts damit anfangen. Dammit, ey. Jetzt geht's wieder bergab. Es geht wieder bergab. Shit. Sah so gut aus, jetzt geht's wieder absolut bergab. Der Puls. Wir kriegen auch nur noch blau, wir kriegen nichts extra mal hier gezogen. Ja. Shit. Die Strähne ist vorbei. Vorbei. Bye. Bye, bye, bye. Es ist vorbei. Ihr seht ihr, Leute, es ist komplett vorbei. Wir hätten nicht mehr pullen sollen. Ist einfach am Ende jetzt. Kommt nichts mehr. Absolut reingeschissen jetzt. Jetzt kriegen wir absolut gar nichts mehr. Ah, damn it, ey. Ich hätte aufhören sollen zu pullen, aber ich brauche die 350, ey. Shit. Ah, Anagramma. Ah, ist vorbei, Leute. Ich sag, es kommt nichts mehr. Ist einfach unlucky. Einfach unlucky wieder. Damn it. Schade. Hätte gern noch ein bisschen mehr Daniels gesehen, um ehrlich zu sein. Aber es ist einfach komplett vorbei hier. Ist einfach Standard. Standard irgendwie. Fuck. Fuck, fuck, ey. Ist schon wieder so viele Tickets rausgehauen, ey. Boah, es schmeckt überhaupt nicht mehr schon wieder. Fuck. Ah, oh, schon wieder Platz machen, das ist ja auch immer eine Sache da. Aber weiter geht's, ich geh jetzt erstmal hier 3 rein. Dass wir da das schon mal voll haben. Mann! Oh, ich raste aus jetzt mittlerweile schon wieder. Was für eine schäbige Quote jetzt auf einmal schon wieder. Es ging so gut los und jetzt ist einfach nur noch schäbig, ey. Ja, ey, oh, Gott sei Dank. Ich dachte echt, wir kriegen keinen mehr. Ich hab's echt schon gedacht, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Ich war innerlich schon, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, ich war innerlich schon komplett abgeschlossen damit wieder. Ah, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Wie viele brauche ich jetzt eigentlich noch für das mit Event? Okay. Bin halt hart am Überlegen, ob ich wegen Double Ship noch mehr aufmachen soll, aber dann ist keine. Recruitment-Event quasi mehr im Stissen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich spare mir den Rest, glaube ich, auf. Scheiß auf die extra Chips. Kommt halt irgendwann wieder Giant Tower und dann habe ich da auch so gesehen, in dem Sinne, zwei immer Chips. Kann ich mir rote Runen holen, finde ich auch immer gut. Ah. Ja, ich glaube, in den letzten. Hier kommt auch nichts mehr. Ist eh ein garantierter. Das enttäuscht mich jetzt gar nicht, weil ich auch keinen jetzt mehr erwarte einfach. Abgeschlossen damit. Abgeschlossen. So, 30 noch. Och, nochmal Platz machen kurz. So, die letzten 30. Wir schauen mal. Es würde mich sehr überraschen, wenn noch einer kommt. Ich glaub's nicht. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. So ist es nicht. Ich will es nicht ablehnen. Aber ihr seht es, ich glaube nicht dran.
Die ersten 10 schon mal nix. Aber innerlich hofft man natürlich immer, aber Kopf hat schon eigentlich mit abgeschlossen. Ja. Kriegen wir jetzt noch einen garantierten. Und wenn das nicht Daniel ist, dann ist es nicht Daniel, ne? So sieht's aus. Ja, aber klar, ich hab auch nichts mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ja, wir haben ein aus dem Pity gezogen und drei aus den Tickets. Ist okay. Kann man jetzt nicht beklagen unbedingt, sag ich mal. Ist eine okay Quote. Na klar, man möchte immer mehr, ne? Ist ja logisch, aber ich kann damit voll zufrieden sein. Nun erstmal ein Gene Hybrid jetzt auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch 644 Chips. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Sachen reinhauen. Ich weiß noch nicht wofür. Wen würdet ihr empfehlen? Ich weiß nicht hier. Was haben wir denn im anderen Ding? Ist ja noch schlimmer. Hier ist ja absolut terrible. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich erst recht nicht. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas noch rausholen soll. Auch irgendwie nicht die geil, was mich antörnt drinne. Höchstens vielleicht Luke, aber nee, auch nicht. Ich glaube, ich werde die Chips erstmal aufbewahren. Ich werde jetzt hier auch nicht noch mehr Daniels holen, glaube ich. Oder? Zwei Daniels noch mitnehmen? Was meint ihr? Zwei Daniels noch mitnehmen oder nicht? Ich muss mal überlegen. Muss man danach drüber schlafen? Eilt ja auch erstmal nicht. Sind ja noch ein paar Tage das Ding hier auf. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die roten Dingens, die mir wichtig waren hier, die Mystikrunen. Und jetzt als nächstes werde ich erstmal wieder sparen. Ich sammle ja im Moment Leute auf 1500. Ich habe jetzt 919 von den gelben Karten hier, seht ihr. Darauf spare ich, dass ich nächstes Mal irgendwie 1500 aufmachen kann. Und dann machen wir ein richtig dickes Ding. Dann holen wir uns nämlich den Prototyp hier. Zeige ich euch das mal kurz. Wenn man ja 1500 aufmacht im Recruitment Event, dann kriegt man ja hier dieses Prototypen-Pack. Ah, und da werde ich halt wahrscheinlich Prism Alumelette nehmen, ne? Prism Alumelette ist halt schon besser als Dominant Nucleus, finde ich. Was meint ihr? Also ich denke, Prism Alumelette wird hier dann Sinn machen, wenn wir soweit sind. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus, verpasst keins der weiteren Eternal Evolutions Videos und in dem Sinne, Peace, euer Resign 1.